Positiv, sehr positiv. Die Begegnungsfotos im Vorfeld? Dann das Fest, wo wir gemeinsam musizieren, singen und tanzen konnten. Ein ganzer Nachmittag mit Musik. Wo sich Menschen austauschen konnten und auf Augenhöhe begegnen konnten. Gäste. Davon ca. 200 Flüchtlinge, Gäste, die zu uns gekommen sind, und ungefähr 100 Gastgeber. Die Liederförderung hat dem ganzen Projekt einen Rahmen gegeben, in einer Größe, in einer Wichtigkeit, in einer Stärke, sodass das Projekt bei der Bevölkerung, bei den Medien sehr gut angenommen worden ist. Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Man kann einfach nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss sich überlegen, ob dieses Projekt nicht auch der Kick-off, um es so zu sagen, ist für weitere Aktivitäten im kleineren Rahmen vielleicht, in öfteren Rahmen, sodass man immer wieder mit Menschen in Kontakt kommt, wo man sonst nicht in Kontakt kommen würde. Zahl 300, dass zu einem Gutteil Ressentiments abgebaut werden konnten, dort wo es Begegnung gab. Dass es weiterführend Menschen gibt, die sich wieder treffen, die etwas gemeinsam tun. Verbindungen schaffen. Und das ist in einer Zeit, wo die Kommunikation angeblich so deutlich ist, doch so wichtig geworden, weil kommuniziert wird zwar schon, aber verbinden ist etwas anders. Und ganz einfach die Angst abzubauen, dass die Menschen, die zu uns kommen, genauso Menschen sind wie du und ich. Dass es uns gelungen ist, das Projekt umzusetzen. Nicht alle haben daran geglaubt. Fotografieren. Kochen. Musizieren und tanzen über die Grenzen hinweg.